Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 aus Birkenfeld von der V2 vom Hof der Familie Chaos zusammen mit der weltbesten Frau, nämlich meiner. Hallo. Und wir sind heute so motiviert. Sind wir das? Ja. Wir sind voll motiviert. Das hört ihr an der Stimme meiner Frau. Wir sind voll motiviert. Und da wir so motiviert sind und wir euch ja gefragt haben, was denn... ob euch gestern in der Folge was aufgefallen ist, und einige von euch haben ja tatsächlich bis zum Ende der Folge geschaut und haben dementsprechend gesagt, ja, uns ist was aufgefallen. Alle, die nicht bis zum Ende geschaut haben, hey Mensch, es gab gestern was Cooles Neues und ich bin nicht drauf eingegangen. Nein, wir sind nicht drauf eingegangen. Yay, es gibt nämlich diesen C-Tor, diesen Fortschritt, diesen C-Tor. Genau das wollte ich nicht. Ich stand hier vorhin vor dem Schlepper, du darfst nicht C-Tor sagen, du musst Fortschritt sagen. Genau das passiert, super. Dieser Fortschritt ist im Endeffekt derselbe Fortschritt, das gleiche Modell von AAA Modding, wie auch das Modell, was wir am Hof haben, aber dieser Fortschritt CT323-A wurde von der guten Silberdistel von Forbidden Mods umgebaut, sprich ein bisschen, wie hat der eine das so schön in den Kommentaren ausgedrückt, Müll in den Traktor gelegt. Einmal hier Erntefahrzeug. Schön die Außenspiegel mit dem Schutz dran, wie sich das oder wie das früher war, zu Zeiten der DDR, wo der hier entstanden ist, und mit einem Wimpelchen meines Kanals sowie mit einer Sabaton-CD und einer Silbermond-CD vorne drauf. Das Ganze hat er gefragt gehabt, ob wir das gerne hätten für unser Ostalgie-Projekt. Und an der Stelle Silberdistel, vielen lieben Dank dafür. Aber das Ganze ist privat. Das ganze Interieur hier ist privat, wird nicht veröffentlicht. Ne, also ansonsten wurde an dem Schlepper nichts gemacht. Das ist ein Schlepper für uns. Ne, deswegen, also könnt ihr euch jetzt, ja, berechtigterweise können sich da vielleicht einige drüber beschweren. Berechtigterweise vielleicht auch nicht. Ich finde es cool, ich finde ihn schön. Er gefällt mir. Und sind wir mal ehrlich, wenn ihr den so haben wollt, könnt ihr das auch selbst. Ne, so das Interieur gestalten, das kann ja jeder selbst dann auch. Muss ein bisschen vielleicht Erfahrung haben. Ich find's cool. Mir gefällt er. Schatz, dir? Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn cool. Und deswegen vielen Dank nochmal. Und das ist halt gestern neu gewesen. Und neu ist, dass wir neuerdings keine Abfahrer mehr brauchen. Ich fahre jetzt gerade auch mit dem LKW hier, mit dem Anhänger zurück. Ich spare mir das jetzt, weil ich fahre jetzt mit dem Auto ab. Ja, ist normal, ne? Geht auch schneller. Das Auto ist viel schneller als der Schlepper. Der kann so, also viel, viel, viel schneller sein. Also viel, oh, dann viel kannst du aber gleich mal kommen, weil 2500 habe ich jetzt gleich voll. Das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt bin ich extra hier bis zum Hof gefahren, um zu wechseln. Jetzt muss ich schon wieder los. Das ist, Schatz, was ist denn das für ein Stress, Mensch? Guck mal, genau 2500. So, wo haben wir ihn? Da. So, Abfahrt. Wo bleibst? Ich stehe am anderen Ende vom Feld, Schatz. Du, da hättest du nicht auch mal so sein können, dass du auf der Seite vom Feld hier zum Schluss kommst? Nö. Bist du jetzt nicht so der Freund von? Nee, ich finde es hier oben besser. Okay, ja. Rein landschaftlich die schönere Gegend, ja? Ja, so die Aussicht ist besser, das stimmt. Da kann ich ja aufs Meer runter gucken, da sehe ich. Ah, okay. Pass auf, die Aussicht wird sich schlagartig jetzt verschlechtern. Ich bin nämlich da. Ja, aber auf der anderen Seite, da sehe ich dich nicht, wenn ich zum Meer gucke. Ach so, ja, okay. Der hat schon einen coolen Klang. Wer jetzt? Ah, der Deiner. Der. Wie heißt er? Moskvitsch. Moskvitsch, genau. So, ich fülle mal meinen, komme ich da jetzt, so, meinen Böckmann-Auto-Anhänger voll, den man bei Forbidden Mods findet. Die Frage gab es nämlich in den Kommentaren, möchte ich an der Stelle beantworten. Werden ihr euch für den Auto-Anhänger-Transport interessiert? Mhm. Wenn ihr euch für den Mann, Hessemir, können wir auch so eine Glocke hier einbauen, wo jedes Mal, wenn ich mich verspreche, ich drauf bimmeln muss? Ja. Schneiden wir raus. Wenn ihr euch also für den Autoanhänger interessiert,
Das ist der Böckmann, zu finden bei Forbidden Mods. Einfach mal nachschauen. Ist schon ein bisschen älter, ist schon ein bisschen länger draußen, aber dort findet ihr ihn auf jeden Fall. So. Ich halte jetzt mal hier mit meinem Anhänger zum Hof, fülle das Ganze um, dann fahre ich wieder zurück, dann springe ich in den Fortschritt, dann hole ich Kalk, dann streue ich Kalk, dann streue ich Mineraldünger und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wo streust du Kalk und Mineraldünger? Also völlig verkalkt ist Feld 1, da muss was drauf. Und Mineraldünger muss eigentlich auf alle anderen Felder. Okay. Zur Ertragssteigerung. Ach so, okay. Ja, wir wollen ja maximales, genmanipuliertes, hochgezüchtetes, monokulturelles Gut. So wie es damals üblich war. Das wollen wir ja jetzt, ne? Ja gut, ich brauche ja noch eine Weile, denke ich. Aber ich werde dann hier anfangen, Krokobern, Flügen? Zu flügen, ja. Flügen. Du weißt doch. Flügen kommt immer vor dem Krokobern, ne? Flügen kommt immer vor dem Krokobern, ja. Okay. Schätze, du kennst doch noch die alten Slogan der DDR? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ah ja. So. Nö, kenn ich nicht. Kennst du dich? Nee, ja. Okay. In dem Sinne werden wir immer nur vorwärts. Und wir bauen auf und reißen nieder. Das immer wieder. Das war auch ein Slogan da. Aufbauen und abreißen. Okay. So. Was auch so als Mod fehlt, wäre ein schöner Wartburg. Ein was? Ein Wartburg oder ein Trabi. Okay. Also ein Trabi, machst du ihn an so. Schön Zweitaktmotor. Ja, so eine Rennpappe. Findest du nicht, das wäre ein schönes Auto? Ich bin ja froh, dass ich es los habe im GTA. Also wenn es jetzt hier auftaucht, weiß ich nicht, ob ich das steht in der Garage im GTA. Also diese Pappe. Hallöle. Ey, du kommst. Ich habe noch gar nicht so viel. Ja, da siehst du mal, was der für eine hohe Schlagzahl hat, ne? Ja. So, ich starte mir mal meinen Fortschritt und werde mich mal an den. Ich werde von dem Anhänger gebremst. Okay, ich verstehe. Hilfe. Was machst du? Fortschritt hängt im Fortschritt fest. So, ich schnapp mir. Der Fortschritt bremst uns aus. Ja, das könnte man so sagen. Tun. Vielleicht. So, dann nehmen wir mal hier den völlig verkalkten Kalkstreuer. Und dann fahren wir einmal zum Händler, dann holen wir einmal Kalk, dann streuen wir einmal Kalk, dann fahren wir wieder zum Händler, dann holen wir nochmal Kalk, dann streuen wir nochmal Kalk, dann fahren wir zum Hof, dann holen wir Mineraldünger, dann streuen wir Mineraldünger. Rede ich Ihnen zu schnell? Nee. Können Sie mir folgen? Ja. Okay. Hast du das immer schon gemacht, dass du während dem Wachstum nochmal Dünger gestreut hast? Meistens mit der Spritze. Ah, okay. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Im Normalfall bin ich fertig mit dem Düngen, bevor das Feld anfängt zu wachsen. Weil wenn ich Gülle fahre und dann einmal Mineraldünger streue oder erst Mist fahre, dann flüge, dann grubbere mit Gülle, ist das Feld ja auch schon fertig gedüngt. Von daher meistens, also im späteren Spielverlauf spare ich mir immer das Mineraldünger fahren oder das Spritzen, indem ich einfach Mist und Gülle fahre. Ist ja auch besser, weil es wird ja immerhin selbst produziert. Du sparst dir die Kohle, die du dafür ausgeben musst. Und das ist einfach biologischer. Mhm. Wir sind ja kein Biobetrieb. Wir wollen ja hier, gerade hier auf der Karte, wollen wir ja auf Schlag, also auf Menge. Deswegen pflanzen wir in großer Stückzahl an. Deswegen düngen wir alles so oft wir können. Und beuten den Boden so gut es geht aus. Das ist unsere Aufgabe. Okay. Der Boden muss nachts grün leuchten. Dann ist er gut verstrahlt. Das hatten wir aber vor kurzem schon mal, wo du doch gesagt hattest, das Feld leuchtet so schön. Oh ja. Oh ja. Ja, das Schlimme ist ja, ich sag das, aber ich kann das für niemanden einfangen, weil niemanden außer mir mit der Farbenblindheit das so sieht. Das ist ja so das Problem, ne? Ich kann ja nicht sagen, boah, guckt euch mal dieses grün leuchtende Feld an, macht euch ein Foto und ihr sagt, ja, normal. Ja, aber andersrum genauso. Ich kann auch nicht sagen, guck mal die tolle Farbe, weil du siehst es auch anders.
Ja, wie war das das eine Mal bei dem Sonnenuntergang? Oh, diese verschiedenen Rot- und Orangetöne. Orange, ja. Sehe ich. Rot? Wo? Ist dann auch so toll. Also nicht toll. So, jetzt wollen wir hier einmal den Jugendkalk raufhauen. Danach hauen wir den Jugendmineraldünger rauf. Hatten wir Mineraldünger noch am... Ne, Mineraldünger hatten wir nicht am Lager, ne? Oder wie war das? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. War da nicht das Silo leer oder war das Saatgut-Silo leer? Ne, Dünger war leer. Dünger war leer. Also Dünger ist ja da hinten Richtung Werkstatt. Ja. Der war leer. Verdammt. Genau der ist der, den ich auffüllen will. Den ich brauche. Okay, dann muss ich erstmal mit meinem tollen LKW los und Mineraldünger kaufen. Ah, ich mache das jetzt hier nicht ganz so akkurat mit der Kalk. Hauptsache, es ist was auf dem Feld. So. Wie machst du das, wenn du das Silo wieder auffüllen willst? Ich fahre mit dem LKW zum Händler, kaufe beim Händler palettenweise das Zeug ein und schmeiße das in mein Silo. Also so wie in die Maschinen schmeißt du so ein Silo rein? Ja, genau. Rückwärts ran, abkippen, also wie als würdest du quasi Erntegut einlagern. Okay. So. Ich habe noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe noch so 7-8 Bahnen sicherlich. Okay, ja, das ist gut. Ich habe hier auch noch ein bisschen. Ich muss wohl noch einmal Kalk nachholen. Ich fahre jetzt hier gerade mal mitten durch und mache so eine schöne weiße Linie hier mitten aufs Feld. Staub hier die ganzen Leute ein bisschen zu. Die finden das bestimmt total lustig. Wenn hier mit dem Kalkstreuer fährt und der ganze Kalk in der Luft hängt. Dann werde ich wahrscheinlich gerne nochmal bei dir vorbeikommen, wenn du zu mir sagst, ich bin wieder auf 2.500. Naja, im Moment bin ich bei knapp 2. Also die Bahn werde ich noch zu Ende fahren und dann vielleicht schaffe ich es nur runter. Okay. Dann stehe ich wieder oben. Da ist die Helene wieder unterwegs. So, jetzt habe ich hier noch diese Bahn und dann noch diese Bahn und dann ist mein Kalk fast leer. Aber ich muss ja sowieso erstmal den Mineraldünger kaufen, bringt mir also sowieso nichts. Kann ich mir auch ruhig Zeit lassen mit dem Kalk streuen. Weil da muss ich ja erstmal bei dem Meier wieder die Paletten bestellen, ne? Hat er ja nicht immer so auf Lager. So, jetzt fahren wir hier durch und hier und zack. Hui. Was war das? Nix. Da ist nix runtergefallen. Das war eine ohrerische Täuschung. Okay. Aber gibt es da nicht einen Aufsatz mit einem breiteren Ding für den Mais? Nein. Für den Häcksler? Nein. Das ist das Größte, was es gibt. Okay. Größer gibt es nicht. Doch, es gibt auch größere, aber die kann der Drescher nicht mehr. Findest du 3 Meter Arbeitsbreite zu wenig? Sind das 3 Meter? Das sind 3 Meter, ja. Okay, es wirkt etwas weniger. Nö, passt schon. Ich dachte. So, mit einer Fuhre Kalk müsste ich jetzt aber eigentlich hinkommen mit dem Rest des Feldes. Ansonsten, wenn da jetzt 2 Bahnen übrig bleiben, dann ist das so. Ich fahre jetzt nicht wegen 2 Bahnen nochmal Kalk nachholen. Also, habe ich zumindest nicht vor.
Ich könnte mal aber mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz. Bei dem Meier, wenn ich mal hier stehe, haben wir. Ja, haben wir. Okay. Ah ne, Moment, das sind wieder die. Das passt schon. Ich kaufe mal kurz was. Ja, ich merk's. Oh. Entschuldigung. So. Na, ich lade mal ab. Lass den stehen. Dann brauchst du okay. Jetzt gar nicht herkommen. Und mach dann weiter, weil ich bin in der Nähe vom... Okay, bin fertig. 13.000 Euro für Düngemittel ausgegeben. Wow, okay. Ja, der Düngemittel hebt ja ein bisschen im Gegensatz zum Kalk. Kalk ist ja schnell weg. Sag mal, junge Frau. Ja? Warum steht eigentlich Ihr Cabrio immer noch am Händler auf dem Grünstreifen? Weil ich da doch das Problem mit der Saatmaschine hatte und die Trecker durchprobiert hatte. Achso. Und da habe ich den abgestellt. Achso. Okay. Hat den Jorge noch nicht abgeholt? Nein. Hast du nicht rausgeschmissen? Gibt's den überhaupt noch? Achso, er hat den Lorenzo nicht abgeholt. Upsalat. Der Autogramm. Upsalat. Upsalat? Upsalat. War das jetzt gerade ein Ups oder schon ein Hoppla? Das war so ein Dreiviertels-Hoppla. Okay. Wo bist du gegengefahren? Wen hast du weggerammt? Der Auto. Was liegt auf der Seite? Nö, steht alles noch. Wo muss ich wieder Reparaturzahlungen hinleisten? Ich würde den auch erstmal anschalten, bevor ich losfahre. Ist immer vom Vorteil. Hui. So, jetzt haben wir hier noch eine Bahn. Da sind wir gleich. Ja, das reicht locker an Menge an Kalk, die wir noch haben. Den Rest streue ich einfach in den Fluss. Ne? Was, du streust das in den Fluss? Ja, den Rest entsorge ich immer im Fluss. Das ist wie das Altöl, das lasse ich auch mal in den Fluss laufen. Ah ja, ach so, stimmt. Das schwemmt es ja weg. Ja, ja, wird ausgewaschen, weggespült. Ein sauberes Öl, Neuöl. Ja, unten fangen sie es dann wieder auf. Mit den Fischen zusammen. Ja, wieso? Wir haben Fischernte revolutioniert, haben wir doch mit dem Öl. Die schwimmen gleich an der Oberfläche und sind gleich konserviert. Okay. Ja, fertig zum Braten, oder? Ja, muss nur aufpassen, sind leicht entflammbar. Oh Mann. So. Na, müsste noch zwei sein und dann bin ich hier fertig. Ja, das Auto kannst du auch nachher abholen in der Zeit. Ja, das ist gut. Das Mugwi. So. Aber... das Ganze machen wir außerhalb der Folge, denn wir sind für heute schon wieder am Ende angekommen. Lieber Lüd, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.